So, weiter geht's mit Hop und ja, direkt Continue. Neuer Tag, neues Glück, würde ich mal sagen. Kommt das komische Piepen aus dem Spiel oder ist es irgendwo bei mir in der Umgebung? Keine Ahnung. Ich höre ein Piepen. So, was war jetzt eigentlich die Sache? Ich habe gestern Abend habe ich eine Menge gemacht. Ich habe, glaube ich, das Wassergebiet hier oben komplett abgeschlossen, aber im Untergrund fehlen mir noch zwei Sachen. Und das Piepen ist in-game, oder? Es muss in-game sein. Das lenkt gerade voll ab. Ja, noch zwei Sachen im Hintergrund auf jeden Fall, aber wie ich da rankomme, keine Ahnung. Weil über den südlichen Bereich hier halt, in der Mitte da das Ding, komme ich nirgendwo Neues ran. Ich habe zumindest nichts gesehen. Über den Norden sowieso nicht. Was ich aber herausgefunden habe, ist ganz nebenbei, weil ich habe noch irgendwas gesucht. Ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, ich habe nach den Stats für das grüne Gewand gesucht, also nach, ja, genaueren Stats. Nicht nur Speed, sondern auch, was genauer noch erhöht wird, also ob der Attack Speed dazugehört. Das weiß ich immer noch nicht. Und habe erfahren, dass das Spiel, ja, doch nicht genug XP für alles anscheinend hat. Das heißt, wenn ich aus Gründen jetzt irgendwie alle, ja, alle XP-Säulen finde und alle Gegner platt mache, bringt mir das rein gar nichts. Denn es sind einfach zu wenig XP-Sourcen an sich. Und mir ist gestern ja schon aufgefallen, ich habe ja die Roboter im nördlichen Reservoirbereich unten nochmal platt machen können. Die haben ja alle nochmal ein XP fallen lassen. Ah, interessant. Eigentlich will ich da nochmal gucken. Ja, wie gesagt, die haben alle ein XP fallen lassen, bla blub, und das ist dann wohl auch so der Best Spot, um überhaupt noch im Nachhinein farmen zu können. Falls einem noch XP fehlen, oder es werden einem wohl XP definitiv fehlen. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich das nochmal mache? Ah, gleiches Spiel wie oben. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Moment. Main-Menü. Ist ja nicht gespeichert, oder? Continue. ja, wo war ich? Das heißt, ich werde da oben wahrscheinlich bei diesen kleinen Robotviechern nochmal XP farmen müssen oder können. Frage ist, dann mache ich das jetzt schon, damit ich auch was damit machen kann? Oder warte ich damit einfach bis zum Ende des Spiels und kaufe dann noch den Rest, den ich nicht kaufen konnte? Eigentlich müsste ich es jetzt irgendwann dann machen, weil gegen Ende des Spiels nochmal da farmen gehen lohnt sich dann halt immer so wirklich gar nicht eigentlich. Ach so, okay, warte mal. Jetzt ist das Ding rausgezogen, also hat es doch gespeichert, aber das ist ihm jetzt komplett egal auf einmal, weil er es wieder hochgesetzt hat. Also an manchen Stellen ist das Spiel echt ein bisschen wackelig programmiert. Ach, und das Ding kann ich auch nicht mehr drehen. Sand. Ja, und der Vogel sitzt da immer noch oben. Hier ist auch so ein Ding, der mir so, what the hell? Okay. Also ich weiß, warum er da sitzt, aber macht so wenig Sinn. Will ich, warte mal, ich gehe nochmal hier runter, um zu gucken, wie viel oder was oder ob ich was vergessen habe. Ich werde definitiv was vergessen haben. Und irgendwas habe ich noch im Hinterkopf, dass da irgendwas war. Und ich habe gerade mal meine Kopfhörer eine Stufe höher gestellt und irgendwie sitzen die jetzt viel besser als vorher. Zumindest mit den neuen Polstern. Knacken jetzt auch nicht mehr so viel und quietschen nicht mehr so viel, weil die jetzt nicht mehr so auf Spannung sitzen. Das ist gut. Fällt mir. Ja, mir fehlen hier zwei Sachen hier unten. Frage ist nur, wo und wie fehlen mir diese Sachen? Kann ich da mittlerweile ran?
Eigentlich müsst ihr ja mittlerweile ran können, oder? Ich bin mir echt nicht sicher. Andere Wege gab es doch so gesehen eigentlich gar nicht großartig. Ach so, ah. Okay, hier bin ich. Am ersten Abschnitt schon? Okay. Gibt's noch irgendwo was? Ich muss so oder so nochmal hier gucken gehen dann. Jetzt, wo ich die Anzeige verstehe. Jetzt auch jetzt machen, bevor ich irgendwas mache. Zack. Das hier sieht zum Beispiel. Habe ich das damals nicht gemacht? Doch, habe ich. Wollte gerade sagen, hä? Die sahen doch irgendwie so verdächtig aus. Die Ecke. Ja gut, aber ansonsten, ja, irgendwie. Ich weiß, dass gegen Ende auf jeden Fall nochmal eine Stelle war. Da gab es definitiv was. Aber gibt es hier vielleicht auch schon was? Der Abschnitt war aber nicht lang, oder? Da hier keine Gegner sind, dürfte ich jetzt auch kein Problem haben. Ich sehe aber gerade ein Problem, was ich habe. Ich habe keine Jalousien vor dem Fenster hängen und dementsprechend ist die rechte obere Ecke meines Monitors gerade sehr hell. Also ich erkenne da kaum was. Ist ein bisschen blöd. Aber auch keine Lust jetzt extra das Fenster zu verbarrikadieren. Naja, vielleicht gleich nochmal irgendwann. Warum wird er hier langsam? Warum wird er hier langsam? Ich verstehe es nicht. Warum macht er das? Und bis hierhin sehe ich übrigens keinen einzigen Weg. Also das war. Ah, das war die Ecke. Okay. Gut. Ja. Gut. Hat sich was mit hier Sachen. Okay, ist doch ein bisschen sehr störend, gerade merke ich. Weil ich sehe halt auch den Schmierfilm, wie ich den Monitor abgewischt habe. Das ist ekelhaft. Ha, also irgendwie. Moment, ich muss da ganz kurz Vorhang dazu vorziehen. Es geht so nicht. Also es geht schon, aber es ist blöd. So Katze, fall nicht von deinem Kratzbaum. Leg dich wieder hin, schlaf weiter. Ich habe nur einen Vorhang davor gezogen. So. Weißt du, das hat nicht ganz ge nicht so viel gebracht, wie ich wollte. Genau die Ecke nämlich, die den Monitor beleuchtet, habe ich natürlich jetzt nicht zugezogen. Oder nicht richtig zugezogen. Verdammt. Naja, es ist ein bisschen besser. Ich guck gleich nochmal. So, eigentlich würde ich jetzt gerne testen wollen, ob ich da hinten rüberspringen kann. Will ich das einfach mal versuchen? Ich versuch's einfach mal. Hui! Okay. Es war ein Versuch wert. Just saying. Das ist aber doch, glaube ich, der Weg hier auch, oder? Ich meine, hier wäre ich dann ja jetzt fertig gewesen. Ja. Gut. Dann passt das ja soweit. Hier gibt es nichts. Könnt ihr nicht mittendrin irgendwie anhalten? War der Weg damals auch schon so lang? Komme ich überhaupt wieder hier raus auf der anderen Seite? Weil das Ding ist doch eigentlich hochgefahren jetzt. Da ist halt definitiv was zum Klettern.
Und das sieht nach diesem komischen Riesenbohrer aus. Warte mal. Oder ist das... Ach. Nee. Doch, das ist... Im Norden. Es ist da, wo die Turbinen sind. Irgendwie. Irgendwo. Das ist echt ein U-Bahn-Unterbereich. Okay, ja gut, dann werde ich aber hier nichts finden unten. Dann sind die Hoffnung darauf jetzt quasi weg. War gut. Ich weiß zumindest, dass hier unten noch was fehlt, aber dass es definitiv bei anderen Abschnitten ist. Okay. Das ist gut. Frage. Wie komme ich hier am schnellsten wieder weg? Warte mal, hier war doch noch was. Genau, jetzt wo ich das sehe. Sag mir nicht, ich brauche hier auch einen Doppelsprung wieder. Wie komme ich da jetzt hoch? Da unten sind die ganzen Walker. Also die Krabben. Alter, braucht das lange. Oh Gott. Halt dich doch einfach fest! Aber gut, okay, da könnte ich eventuell drauf springen und an das Ding rankommen. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Das war blöd. Ich hätte dashen sollen. Trotz des grün. Wo ist mein grünes Gewand hin? Fünf von sieben und ein Schwertding und fünf. Wo ist mein grünes Gewand hin? Nur mal so aus Interesse. Wo ist mein grünes Gewand hin? Wann habe ich mein grünes Gewand verloren und wieso? Das ärgert mich jetzt so ein ganz kleines bisschen eventuell. Das bringt mir auch nicht viel. Das mit dem Gewand stört mich jetzt so ein bisschen. Ein bisschen viel sogar. Wow. Wieso ist das auf einmal abgelegt? Also die Perspektive sackt schon so ein bisschen. Vor allem seit wann habe ich das nicht mehr? Wann habe ich das nicht mehr? Ich habe gar nicht drauf geachtet mehr. Wow. Ich habe halt auch wieder jetzt meine vollen 8 Herzen. Okay, Moment. So langsam wird es jetzt gerade lächerlich. Er hält sich auch einfach nicht fest. Das ist so nervig. So. Gut.
Da muss man auch irgendwie rüberkommen, definitiv. Bin mir sicher. Ich da nämlich richtig rüberspringe. So, genau, wenn ich hier hinspringe. So, dann sollte ich doch eigentlich jetzt daran kommen. Ja. 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 Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, zwei Sachen. Wenn ich jetzt nachher im Norden nochmal reingehe, ins Reservoir und dann drei Sachen habe, statt zwei. Dann würde ich behaupten, dass es prinzipiell vollkommen egal ist. Das war auch irgendwie klar, dass das natürlich nicht gut ausgeht. Es war ein Versuch wert. War ein Versuch wert. Das ist schon mal eine Sache hier unten eingesammelt, die ich vorher verpasst habe oder vergessen habe. Zack. Und jetzt kann ich eigentlich den Weg ganz normal weitergehen. What the fuck? Wieso springt der so verdammt weit? Das macht keinen Sinn. Ich bin extra schon zig Meter weiter zurückgegangen. Richtig. Den Sprung kriege ich natürlich nicht ohne Probleme hin. Oh Mann. Bin schon wieder 17 Minuten dabei und bin nur hier unterwegs. Was zum Teufel ist da in der Gruppe los? Läuft alles, also. So. So, ich laufe jetzt einfach nur noch hier runter. Ich springe gar nicht mehr. Wenn ich gesprungen bin, kann ich auch nicht mehr die Richtung ändern. Ach so, das hängt zig Kilometer da drunter noch. Darum falle ich an und daneben beim Springen. Kann ich zu ihm rüberspringen? Theoretisch könnte ich das bestimmt, oder? Theoretisch könnte ich zu ihm rüberspringen. Ist halt die Frage, ob mir das irgendetwas bringt. Eine Theorie. Nee, das bringt mir rein gar nichts. Oder Aussichtspunkt. Jetzt ist es eh zu spät, aber. Nee. Kann auch gar nicht gewollt sein, glaube ich, dass ich da hinspringe. Verstehe immer noch nicht, warum hier rausgezoomt wird und alles. Ich hätte es nachvollziehen können, wenn da jetzt irgendwie Sicheln hin und her geschwungen wären oder so, aber ganz ohne irgendwas. So. Hätte ich da noch irgendwas machen können? Nur so eine Theorie. Ha.
wäre jetzt auch interessant gewesen, aber ich wollte jetzt nicht da wieder zigtausendmal runterspringen und sterben, um irgendwas zu probieren. So, das Ding habe ich, genau, da habe ich das Ding für die Sichel reingepackt. Ja, natürlich. Die Plattform ist natürlich jetzt unten. Cause reasons. Die müsste eigentlich oben sein, aber einfach so hinnehmen erstmal. Ja, ja, jetzt fliegen die durch die Gegend. Habe ich irgendwas, hab ich kaputt gemacht hier oben? Nicht wirklich. Aber ich hole mir jetzt erstmal mein Zoom-Zoom-Kostüm zurück. Ich würde echt interessieren, wann und wo ich das verloren habe. Oder wieso ich es überhaupt verloren habe. Das Wie macht halt am wenigsten Sinn, gerade für mich. Wirklich durch das zurück ins Main-Menü gehen? Das habe ich doch sonst auch gemacht. Und ich bin gerade definitiv mit dem Grünen gestartet. Ich glaube, das ist echt nur Movement Speed. So. Nee. Man greift auch minimal schneller an, glaube ich. Man greift, glaube ich, auch echt minimal schneller an. So. Will ich trotzdem einmal ganz schnell hier oben probieren. Wenn ich da jetzt nämlich reingehe, in den Untergrund, ob ich dann jetzt noch zwei oder drei Sachen habe. Ich zwei oder drei. Gibt es da irgendwie den, ja, da gibt es noch den Weg hoch. Oder auch nicht. Doch. Was? Hä? Wait a second. Wieso geht das nicht? Durcheinander aufkommen jetzt. Wenn nicht so wie dann. Nein. I'm confused. Wie komme ich da jetzt vernünftig wieder rauf? Ja gut, den gehe ich halt hier außen rum und nehme dann da das Energiefeld mit. Ja, aber da ist es Bullshit, dass das nur so geht. Aber okay. Wieso habe ich jetzt schon wieder irgendwie einen Erfahrungspunkt hier bekommen? Ich meine, prinzipiell ja ganz nett, aber warum? Okay, nee, die Bereiche sind getrennt. Das heißt, mir fehlt in dem anderen Gebiet immer noch eine Sache. Dann ist das doch irgendein Rätsel bei diesem letzten Abschnitt da vorne, bin ich mir sicher. Dann muss es dann auch irgendwas geben, wo ich jetzt prinzipiell rankommen kann, aber ich es nicht sehe, wie. Ja, das Rätsellösung hier weiß ich auch noch nicht.
Gibt's hier noch einen zweiten Weg, den ich einfach nicht gesehen habe bisher? Nee, das ist ja schon der richtige Weg. Was ist mit dem Rohr? Ach, hier eh drinne. So. Ist irgendwo hier was? Jetzt, wenn ich hier hochgehe, dann komme ich doch auch nur wieder da quasi einmal rum. Ja. Auf dem Rand? Nö. Okay. Dass ich hier echt nicht weiterkomme. Also komme ich auch nur da oben hin. Und den kann ich noch aktivieren, da bin ich mir sicher. Den muss ich noch aktivieren. Das muss so funktionieren. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken gehen in der Ecke. Dürfte aber auch nichts sein. Ja, hier dreht sich's halt. Hier habe ich den fertig gemacht. Leckt's ein bisschen. Und ansonsten sieht es hier eigentlich relativ gut aus. Leuchtet da so grün wie XP-Bällchen, aber okay. Das war auch nur. Was war das? Das war das Ding, was ich hier hingeschoben habe. Auch nichts. Jetzt bin ich hier oben. Bringt rein gar nichts. Überlebe ich den Fall? Nein, überlebe ich nicht. Warum sollte ich diesen Fall auch überleben? Der Weg ist immer noch ein bisschen merkwürdig, aber okay. Gut, wenn die getrennte Bereiche haben, dann kann ich zumindest davon ausgehen, dass in dem anderen Untergrundabschnitt mir jetzt noch was fehlt. Ist ja, sie müsste jetzt noch mal komplett durch. Ja, Moment. So nicht. Gehe ich da jetzt nochmal in die Aufnahme rein oder gehe ich jetzt. Ja, gucke ich jetzt, wo da unten noch was fehlt oder gehe ich da jetzt direkt hin? Und probier rum. Probiere ich rum oder nicht? Faire Entscheidung. Würde davon ausgehen, dass da unten noch was ist. Aber gut, ignoriere es dann jetzt erstmal. Ich weiß, dass da unten noch was sein muss. Irgendwo. Okay, hier geht's weiter. Stimmt, hier kam ich ja gar nicht weiter, weil die ganzen Dornen hier waren. Die ganze Ecke ist ja quasi neu. Jo. So, wollen wir doch mal gucken, was jetzt hier unten noch Sache ist. Okay. Dies ist kein Ding, wo ich irgendwas machen kann. Oh, und hier schon wieder die lila Gefahr. Oh. Wieder woanders hin. Ja, mittlerweile. Mit euch habe ich kein Problem mehr, glaube ich.
Ach, ja, nee, ist klar. Hier ist hier ein Teleportpunkt. Okay. Interessant. Ein bisschen dicht beieinander, aber von mir aus. Ist das zu dicht als gar nicht? Oh. Kill nehme ich allgemein instant oder hat jetzt echt mittlerweile fucking 6 Schaden, die das Ding macht? Jetzt ein bisschen blöd. Insektmännchen zerstampft komischen kleinen Wolf oder so. Hier soll ich schon runter. Oder ich soll da in das komische Loch rein. Dann gucke ich mich erstmal hier oben weiter um. Ja, hier ist sie gut. Das überlebe ich nicht. Das muss ich überleben. Wenn ich das nicht überlebt habe, weiß ich auch nicht. Wollte schon sagen. So, und das sieht nach XP oder nach Skill aus? XP. So. Dann muss ich jetzt trotzdem nochmal hier hoch, weil ich kann da rüberspringen, theoretisch. Hui. Und eventuell ist das der richtige Weg und da unten wäre der falsche Weg gewesen. Verdammt. Oh nein, das ist mir so. Oh nein. Okay. Hier treffen wir unseren Tod, das ist schon mal gut. Ja, okay, okay, ja, ich hab's ja vergessen. Okay, ich glaube, ich hab's raus. Ja, okay, schön, dass ihr aber auch gegen Wände schlagen könnt. War smooth. Das war aber sowas von smooth. Ja, das sieht wieder nach so einem Riesen aus, eventuell. Ja. Ja, kommt hin. Bringt es mir irgendwas da unten nochmal nachgucken zu gehen? Wahrscheinlich nicht. Und die Welt hier unten scheint auch nicht so groß zu sein, anscheinend. Hier ist überall offenbar nur Leere. Ja, gut. Okay. Ich glaube, ich komme mittlerweile auch zum Ende des Spiels so ein bisschen. Wie es aussieht. Ich könnte da runterfallen und mich im Fall auffangen. Könnte ich. Soll ich das? Wahrscheinlich nicht. Was würde funktionieren? Bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt da höre ich schon den jaulen. Da verbugge ich mich doch nur, wenn ich da runterspringe. Warte mal, war ich hier nicht sogar schon mal? Nee, war ich nicht. Warum war das dann runtergefahren? Achso, ich kann da gar nicht rauf. Weil im Weg seid. Naja, gut, okay. Ist da in der Ecke ein Weg? Wahrscheinlich nicht. Aber okay, nehme ich so hin. Und so komme ich hier runter. Und dann hier wieder hoch zu gehen. Ja, diese ganzen kleinen Minigebiete jetzt sind interessant.
So, Schnupsi Pupsi. Sei frei. Wo fliegt der hin? Ach, da unten direkt. Ich habe die ganze Blase nicht gesehen. Ja, 6 von 7 von den Dingern. Es wirkt gerade zu einfach in gewisser Weise, aber zu schnell. Oh fuck, jetzt sind hier so viele Wege offen. So viele offene Wege jetzt, oh nein. Okay. Aha, da hinten ist mein Herz, das hole ich mir gleich erstmal. So, jetzt könnte ich dich eigentlich aktivieren. Oh, da hinten rechts geht es jetzt sehr viel, sehr groß weiter. Also, ach, das war der Abschnitt. Ach, das war der Abschnitt. Aber der Teleporter auch ist. Ah. Hier ist mein Savepoint da unten. Theoretisch mein Savepoint. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwas gegen die Dornen hier unternehmen kann. Ich will mir nicht sagen, dass ich die Dornen nicht noch irgendwie loswerde. Ja komm, warte mal, wie viele Herzteile? Ich habe eh nur... Ah gut, bringt mir nicht viel. Stimmt. Müsste ich nicht eigentlich sogar schon 9 Herzen jetzt haben? Oder habe ich mich da versehen? Komm ich... Habe ich einen Quick Way hier wieder hoch? Ich meine, da ist mein Herz. Zack. Und komm zu Papa. Ja, schön die ganzen Wege jetzt hier zu sehen, die vorher nicht zugänglich waren. Das sind mir ein paar zu viele Wege eigentlich schon. So. Ach, so viele neue Wege. So viele unnötige Sachen, die ich jetzt gar nicht brauche mehr. Weil ich bin eigentlich mit meinem Anzug jetzt zufrieden. Klar, gut, je nach Situation sind die anderen vielleicht besser. Aber, ja. Geht so. Warum sollte ich... Okay. Ja. Hier ist doch wieder so ein Kacktempel, oder? Oh Gott. Mir geht die Energie nebenbei gerade so ein bisschen aus. Okay, ich warte hier und regeneriere mal ein bisschen. Prinzipiell gefällt mir das aber gerade hier. So. Wenn hier nichts Geiles drin ist, dann weiß ich auch nicht. Das muss ein Skill sein. Ja. Ey, denn ist ein neues Herzteil. Sword Punch. Combo 2 Sword Swings into a Power Punch. Okay. Das klingt cool. Wie komme ich hier wieder weg, ohne den ganzen Weg rückwärts gehen zu müssen? Gar nicht. Wait a second. In meiner Welt kann ich jetzt hier reinspringen und da ist eigentlich Wasser. Laut Map war da Wasser. Okay, das ist jetzt blöd. Jetzt muss ich nochmal den ganzen Weg hier zurück gehen und gucken. Achso, hier war ja das, ja, gut. Ob ich mir den neuen Skill wohl leisten kann schon? Glaube ich. 61. Der wird 100 kosten, oder? Oder auch nicht? Ja doch, oder nicht? So.
Ah, und das ist Herzteil. Hier ist der Arm. Also die Hand vom Robo. Holt. Kann mich denn festhalten? Also unten kann ich mich festhalten. Ja. Okay, der ist doch mal gut versteckt gewesen jetzt hier. Der war mega versteckt. Also gerade, es gibt auch nur noch drei Stück, dass ich maximal 5 Energie haben kann. Irgendwie sowas. So. So wäre ich da eigentlich hingekommen. Ah. Wäre der eigentliche Weg. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Irgendwie nicht. Robobeinchen? Nein. Ich finde schön, wie mir auf der Karte Wasser angezeigt wird für all das ganze Gebiet hier, aber dann noch Dornen teilweise sind. Das heißt, ich kann hier definitiv mehr Wasser reinlassen. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, die Karte hat mich aber definitiv angelogen, wo ich gerade runtergesprungen bin. So. Da oben drauf geht es noch weiter, definitiv. Weiß ich natürlich ja nicht, was. Oh, scheiße. Was das Ding kostet. Ach, du hast ja kein Dingens zum oben wegziehen. Wow. Wow. Das war knapp und smooth zugleich. Hier muss aus irgendwelchen Gründen Strom hin. Ah, Berghof fahren wahrscheinlich. Au, ja. Ich wollte ja nicht warten. So. Einmal hier lang rein. Okay, dann bin ich da. Gute Frage, nächste. Ja, vor allem gute Frage, wenn ich gar keine Frage gestellt habe. Ich hab's mir nur gedacht. Ja gut, du musst halt definitiv da hinten rein. Wenn der nicht da hinten rein muss, dann weiß ich auch nicht. So. Okay. Also, okay. Ja. Hab schon verstanden, was ihr wollt. Da fährt mich nur die paar Kleinigkeiten runter. Ich muss den Shortcut freilegen. Und dann das wieder hochfahren, weil sonst komme ich da oben nicht weiter. Jo. Verstehe. Heute bin ich ein schlaues Oni. Oder auch nicht. Scheiße. Oder doch. Doch, ich bin schlaues Oni. Genau. Doch ein schlaues Roni. Juhu. Ist so ein bisschen gefährlich hier oben drauf gerade, finde ich, aber abgesehen davon. Oben mal wieder eine Höhle. Oh, was zum. Oh, was zum Fick. Oh, fuck.
okay, mir gefällt die Kameraführung hier drin gerade nicht und es gefällt mir nicht, dass hier drei auf einmal sind, die alle auf einmal losrollen. Ich meine, gut, ich hätte durch sie durchdashen können, theoretisch. So. Jetzt muss ich wieder gucken. Wait, das ist ein neues Gebiet hier unten. Also dann geht es da oben weiter, theoretisch, ja. Aber gut zu wissen, dass hier in der Ecke nichts mehr ist. Jo. Da oben ist eine Hand, da ist eine Hand, da unten ist sowieso schon ein Beinchen drinne. Okay. So, hier komme ich wieder hoch, ja. Ich will eigentlich in die Ecke auch nochmal runter, wo ich gerade die Ability geholt habe, weil ich fühle mich nicht gut dabei, dass ich da unten jetzt gestorben bin und nicht den normalen Weg zurückgenommen habe. Weil so viele Spieler haben auf dem Rückweg immer noch wieder Sachen versteckt. Oh nein. Okay. Eventuell hätte ich gar nicht erst in den Raum reinrennen sollen. Das wäre, glaube ich, die sichere Variante gewesen. Habt ihr nämlich so ganz gut dann. Dann ist nur zwei maximal sind, die irgendwie checken, dass ich neben denen bin. Das ist ja blöd. Wow, wow. Ja, Leute. Ich habe keine Energie mehr im Moment. So, jetzt. Gut, ich bin hinter dir. Hi. Oh, Gott sei Dank, das war dein Panzer. Also, ich musste die sogar mal besiegen, ausnahmsweise. Damit hier was passiert. Da hinten irgendwas? Nee. Da ist nichts. Hallo. Geht da hoch. Das ist so einer der Gründe, weswegen ich 2,5D-Spiele irgendwie, also. Kann man ja nicht mal mehr sagen, weil eigentlich ist ja nicht mal 2,5D, weil die Kamera ja nicht fest ist. Die wechselt ja sogar, also eigentlich ist es nur 3D mit festgesetzter Kamera, so gesehen. Aber dann frage ich mich, warum sie nicht gleich die Kamera auch gesprengbar gemacht haben. Gut. Doch, verstehe ich schon. Ja. Oh, hätten sie mir auch die ganzen anderen Maps teilweise irgendwie darstellen müssen. Also die Rückseiten quasi. Was werden sie. Was es darstellen müssen? Das hätten sie so oder so gehabt. Ich kann mir nicht erzählen, dass sie wirklich nur so texturiert haben, dass man nur von einer Seite was sieht. Glaube ich nicht. Aha. So, jetzt hast du Strom hier hinten, jetzt kann ich den Schalter drehen. Und was passiert dann? Ja, was passiert dann? Hallo? Dann fahren hier wieder ein paar Hügel hoch, oder? Joa. Ja, so ein paar. Gut, aber ich würde, glaube ich, hier dann jetzt sogar einen kleinen Cut setzen. Und ich werde das Spiel jetzt den mal laufen lassen noch und dann gleich. Wobei, ich werde zumindest ins Main-Menü gehen. Ah gut, jetzt war nicht da, aber egal. Bald hat er ja. Ja. Mache ich jetzt hier nämlich einen Cut. Ich werde kurz mich ums Fenster nochmal kümmern, auch wenn es einigermaßen jetzt geht. Ich werde eine Kleinigkeit essen wahrscheinlich und ich wollte dann machen. Oh mein Gott. Und am besten noch schlafen gehen wieder. Oh, ich bin schon wieder 3 Stunden wach. Ich habe nichts gemacht. So schlimm. Na gut, bis dann.